Es tut mir leid, ich hab's gerade voll vergessen und ich bin halt krank. Und ja, in der Woche ist halt, waren wir Montag und Dienstag im Kosmetik. Da haben wir halt Mary Jane oder Poppins geschminkt, nachgeschminkt. Das hat eine Maskenbildnerin vorgeschminkt an einer Person und wir nach. Und das mit den Wunden nachmachen hat auch eine Maskenbildnerin gemacht, namens Manu. An der Stelle viele liebe Grüße. Sie ist sehr nett gewesen, aber nur manche von uns und ich waren sehr, sehr, darf ich aussprechen, Mann? Sehr laut. Oder haben sehr gestresst, so. Ich glaube, ihr seht mich jetzt nicht, weil es dunkel ist. Es war auch eine schlechte Idee. Ich hätte sogar lieber morgen machen können. Und ja. So, hier ist ein gutes Licht. Ja, ihr hört es gerade, ich bin krank. Und Donnerstag und heute, also gestern und heute, haben wir eine Wand gemalt. Ich kann auch sagen, was wir gemalt haben. Weil ich gerade noch kein Fotobuch bekommen habe, kann ich das noch nicht dazu schneiden. In diesem Moment, wo ich es gerade habe. Also ich drehe, also ich, hier, Kamera. Ich filme das Freitag und lade das Freitag hoch. Nur mal so. Oh, jetzt habe ich wieder verkacktes Licht. So, Leute, da haben wir halt Farbe und Raumgestaltung gemacht. Und ja, das ist halt ein Berg in der Mitte geworden und zwei Tiere außen. Und rechts halt von dem außen sind ein Bär. Und danach ist halt ein Wolf zu sehen. Und ja, und die Betreuung für uns, die Malerin, also Malermeisterin, hieß Burkhardt. War auch sehr nette. War sogar viel netter als unsere Lehrerin in der Schule. Wir kannten sie halt nicht und wir wussten auch nicht, wie sie reagieren würde, wenn wir hier durchdrehen würden. Und ja, ich weiß ja nicht, heute mit einem Style am Start, den niemand sieht, weil die Schuhe braun sind. Braun. Und ja, ich würde mal sagen, wenn ich zu Hause bin, ist wahrscheinlich so ein 4-Minuten-Vlog. Wird auch nur wahrscheinlich so ein 4-Minuten-Video werden. Und ja, ich klinge schon wieder so wie so eine richtige Hure. Die sagt, und ja, wenn halt wieder mal was ist, dann lass... Das Wort darf ich ja nicht sagen. Wenn ich es sagen dürfte, würde ich so laut schreien hier. Und ohne dieses Piepenzeichen da. Ohne dass YouTube ist... Alter. Und ja. Ah, da kommen die Gel Pablo mit Anzeigen, Mann. Junge, jeden Tag kommt Polizei zu mir nach Hause und sagt, hier Anzeige, bitte. Holla, jetzt sind wir beste Freunde, hier bitte, schenke ich dir. Ey, scheiße. Auf jeden Fall, heute, ja, gerade eben, das wollte ich schon sagen. Und deshalb habe ich auch gerade meine Kamera rausgepackt. Gerade eben, dieser Kassierer, Alter, der arbeitet dort. Und der arbeitet, ich meine so, hier bitte die 10 Euro. Weil der gibt mir 5 Euro wieder. Und ich habe eigentlich nur 1 Euro zu zahlen. Und er hätte mir 9 Euro wiedergeben müssen. Und... 9 Euro hätte ich jetzt wieder bekommen können. Der hat mir einfach nur 6 Euro in die Hand. Ich meine so, das, ich habe mir einen Bon in die Fresse gedrückt. Also jetzt einfach in die Hand gedrückt. Dann hat er halt nochmal nach... Ja, wo ist denn ihr Problem? Dieses Getränk hat 1 Euro, sagen wir mal, gekostet. Dann kommt er, sagt mir so, nee, hat schon 3 Euro gekostet. Wenn es 3 Euro gekostet hätte, dann hätte ich 7 Euro bekommen. Der glaubt, der kann nicht mal eingeben. Der hat sogar einen Rechner vor dem Gesicht, also so gesagt vom Gesicht. Die Kasse hat einen Rechner, wo die rechnet, wie viel Rückgeld man bekommt, wenn man, sagen wir mal, man zahlt 3 Euro und man gibt ihnen 50 Euro in die Hand. Da kriegt man 47 Euro wieder. Ja, wenn er sein muss, dann kriegt er auch noch einen Kassenbon in die Fresse. Ja, aber das war mir zu viel. Dann sagt er so, ich gebe dir jetzt dein Geld
und dann verpisst du dich. Dann denke ich mir so, hat er mir halt 20 Euro wieder gegeben. Ich habe zwar nur 10 Euro gegeben, aber meinte so, kann sie auch anzeigen und so, weil sie gesagt haben, verpiss dich. So, so ein Kleinkind. Also Kleinkind jetzt nicht richtig, sondern 13 Jahre alt. 14 so gesagt. Und ja. Habt ihr den Mann da gerade gesehen? Nee, der kommt da nicht rauf. Der ist behindert. Und ja, dann habe ich halt noch 50 Euro dazu bekommen, Mann. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unten in den Kommentaren und schreibt in den Kommentaren Aufgaben, die ich fürs nächste Video machen werde. Okay? Da würde ich mal sagen, ciao.